Heute sprechen wir einmal über das neue Set Photon Hypernova. Das kommt, wie ihr seht, am 9.2. raus. Das wäre von heute an gesehen morgen. Also für alle, die die Karten aus dem Set noch nicht kennen, dafür ist heute das Video da. Ich werde euch einmal die Quintessenz aus dem Set zeigen. Das heißt, generische Karten, Meta-verändernde Karten, obwohl die Bannister das so ein bisschen in den Sand gefahren hat, weil natürlich die Karten dadurch halt weniger Value haben, weil Themen-Decks halt nicht mehr das beste Deck ist. Und einmal so ein paar Support-Karten von Themen-Decks, die rauskommen, die vielleicht ganz interessant sind, mal darüber zu sprechen, was die Karten so tun, damit ihr wisst, was in einem Set für euch vielleicht relevant sein könnte. Wir gucken uns zuerst einmal ganz kurz das Set an. Das Set hat Wert 100 Karten. Wie ihr seht, das sind 100 Stück mit ein paar Reprints drin. Mirror Jade kriegt hier, by the way, eine Starlight Rare. Ist jetzt vielleicht nicht super relevant, aber gut zu wissen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir fangen mit den Stable-Karten an. Das sind 3 Stück. Die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die erste Karte ist einmal Grabwächters Inschrift. Das ist eine Karte, die extrem mächtig ist. Wir kennen alle eine Karte wie Abyss-Dweller. Und die macht im Endeffekt das Gleiche, nur anders. Also ist eine normale Zauberkarte am Beginn der Main Phase 1. Wende bis zum Ende des Spielzuges deines Gegners einen der folgenden Effekte an. Kein Spieler kann Karteneffekte im Friedhof aktivieren, kein Spieler kann Karten vom Friedhof verbannen, kein Spieler kann Monster Spezialschiffe vom Friedhof beschwören. Also ihr könnt am Beginn der Main Phase 1 einen dieser Effekte callen. Kein Effekt im Friedhof, keine Verbannen oder halt keine Spezialbeschwörung. Warum ist das jetzt ein guter Effekt? Erstmal ist das eine Karte, die progressiv am Main Phase 1 Start euch helfen kann, gegen gegnerische Boards durchzuspielen. Wenn ihr zum Beispiel Effekte haben, die im Friedhof triggern würden, kann die Karte das komplett hops nehmen und sagen, nö. Aber es muss auch eure erste Karte sein, die aktiviert. Das ist so ein bisschen kritisch, weil ihr nicht in jedem Deck spielen könnt. Ich glaube aber, das ist eine ziemlich solide Karte und die ist relativ flexibel. Das Doof an der Karte ist halt, die behindert euch auch selber. Das heißt, wenn ihr selber Effekte habt, die ihr im Friedhof aktivieren müsst oder wollt, habt ihr mit der Karte natürlich ein Problem. Ich glaube aber, dass das eine relativ beliebte Side-Deck-Karte werden wird in den nächsten Jahren. Also wenn ihr die günstig bekommen könnt, hole ich die auf jeden Fall. Aktuell ist die nicht so günstig, weil dadurch, dass Tier-Elements jetzt nicht mehr das beste Deck ist, wird die vielleicht ein bisschen günstiger sein, als die vielleicht vor ein paar Tagen noch gewesen ist zur Sneak Peek. Die nächste Karte ist einmal Lauerndes C. Das ist vielleicht eine der Staple-Karten, die jetzt nicht diesen krassen Impact hat. Aber das ist eine Karte, die, denke ich, in vielen Variationen doch Play sehen wird. Weil die gegen manche Decks echt funktional ist. Die ist zum Beispiel gegen Despia ganz okay, wenn die nicht mit dem Druidswurm starten und den irgendwie wegfusionieren. Deswegen ist die Karte halt gar nicht so schlecht. Aber was macht die Karte überhaupt? Lesen wir kurz einmal durch. Wenn dein Gegner ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung schwört, außer während des Damage-Steps, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand auch in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören und falls du es tust, ändere sie während der Endphase dieses Spielzuges in die offene Verteidigungsposition. Du kannst diesen Effekt von Lauerndes C nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte während der Endphase aufgedeckt wird, zerstöre alle als Spezialbeschwörung beschworene Monster auf dem Spielfeld. Das klingt unglaublich gut. Ist nicht unbedingt so eine krass gute Karte, weil er natürlich die Möglichkeit hat, in seiner ganzen Runde die irgendwie zu entfernen, aber das ist ein Threat, der liegt auf dem Feld, wenn der Gegner was beschworen hat, denn das Ding hier ist eine Super Rare. Und Super Rares sind in der Regel nicht so teuer. Klar, die Büstelkarten waren schon krass teuer. Die Karte wird ein paar Cent kosten, deshalb glaube ich schon, dass ihr euch die quasi als Playset besorgen solltet, damit ihr die habt, falls ihr die mal brauchen solltet, weil ich kann mir vorstellen, dass es Formate gibt, wo die Karte halt gar nicht so schlecht ist. Die nächste Karte ist The Big One. Und das ist Stoß der 3 Taktiken. Und die Karte hat für sehr viel Furore gesorgt, weil die Karte halt unglaublich stark ist. Lesen wir kurz mal durch, warum die Karte so stark ist. Falls dein Gegner während dieses Spielzuges einen Monster-Effekt aktiviert hat, setze eine normale Zauberfallenkarte direkt von deinem Deck. Außer Stoß der 3 Taktiken, ganz wichtig. Oder falls dein Gegner ein Monster kontrolliert, kannst du ihn oder sie stattdessen deine Hand hinzufügen. Jene gesetzte Karte kann in diesem Spielzug nicht aktiviert werden. Du kannst nur einen Stoß der 3 Taktiken pro Spielzug aktivieren. Also, warum ist die Karte gut? Die Karte ist immer gut, wenn ihr Second geht. Immer. Wenn euer Gegner wird immer ein Monster-Effekt aktivieren, in irgendeiner Phase. Das ist eine Karte wie Tactics ja auch so gut, weil selbst in der Main-Phase die Leute die Monster-Effekte aktivieren, weil die müssen ja irgendwas machen.
Die Karte, ganzer Spielzug, wird Monster-Effekt aktiviert, könnt ihr die aktivieren. Und ihr könnt euch jede Zauber- und Fallenkarte normal aus eurem Deck suchen, wenn ihr Second geht. Weil der Gegner hat fast immer ein Monster auf dem Feld und ihr kriegt dann immer diese Zauber- und Fallenkarte auf die Hand. Das Wichtige dabei ist, wenn ihr die Karte setzt durch den Effekt, wenn der Gegner kein Monster hat, könnt ihr logischerweise nicht aktivieren. Wenn ihr die aber auf die Hand bekommt, dann könnt ihr die aktivieren. Und das macht diese Karte so unglaublich gut, um eine Karte wie Evenly Matched, wie Dark Ruler zum Beispiel zu suchen. Einfach so generisch gute Boardbrecher-Karten, die einfach unglaublich gut sind. Aber natürlich ist die Karte auch, wenn ihr First geht, ziemlich gut. Zum Beispiel, euer Gegner aktiviert Monster-Effekt, ihr habt eine Fallenkarte auf eurem Deck, die den Gegner komplett hops nehmen kann, aber ihr habt keinen Access zu dieser Fallenkarte. Jetzt ist die für euch suchbar. Und das ist so viel wert, wenn ihr ein Deck spielt, wo ihr das braucht. Die Karte ist zum Beispiel ein Labyrinth, ist die unglaublich gut. Denn ihr macht was, ihr könnt euch eine Fallenkarte aus eurem Deck setzen, die ihr wollt. Und Labyrinth spielt ja extrem viele gute Fallenkarten. Und das ist vollkommen egal, ob die auf der Hand ist oder ob die gesetzt ist, weil ihr in der nächsten Runde die auf jeden Fall aktivieren könnt. Das macht die Karte halt spielbar in sehr vielen verschiedenen Decks. Aber es ist natürlich abhängig davon, ob euer Gegner einen Monster-Effekt aktiviert. Und das ist halt so der kleine Downfall von der Karte. Ich glaube schon, dass das eine Karte wird, die unglaublich viel gespielt werden wird. Und deswegen glaube ich auch, dass die Karte relativ teuer sein wird. Ich schätze mal, die wird so bei 75 Euro einsteigen und wahrscheinlich sogar hochgehen auf 100. Je nachdem, wie viel sie gespielt wird. Wir werden mal sehen, was bei der YCS in Lyon passiert, weil wir da ja noch das alte Format spielen mit Tier Elements. Da werden wir diese Karte wahrscheinlich sehr, sehr häufig sehen. Jetzt gehen wir ganz kurz ein bisschen weg von den Staple-Karten. Und wir sprechen einmal mal über so interessante, generische Karten, die in diesem Set rauskommen, die für den einen oder anderen vielleicht interessant sind. Und da ist einmal die erste Karte, einmal Choyo, der Billionenhände. Ihr kennt vielleicht alle Manju und Senju, der 100 Hände und der 1000 Hände, die jeweils entweder ein Ritualmonster tun können, Ritualzauber oder Ritualmonster. Choyo hat die Fähigkeit, auf Beschwörung, nicht mal auf Normalbeschwörung, sondern auf Beschwörung, Ritualmonster und Ritualzauberkarte zu suchen. Mehr gibt es zu dieser Karte nicht zu sagen. Sie ist ein straightes Upgrade von Manju und von Senju, wie es schon bei Manju gewesen ist, war ja auch ein straightes Upgrade zu Senju. Die Karte ist unglaublich gut. Wenn ihr ein Ritualdeck spielt und ihr habt die Möglichkeit, die aufs Feld zu klatschen, ist sie gut. Der einzige Nachteil, das Ding hier ist nicht Level 4 wie Senju und Manju, sondern das Ding ist Level 6. Also ihr müsst irgendeinen Weg finden, die aufs Feld zu klatschen. Das sollte nicht so schwierig sein. Die nächste Karte ist einmal Feenameise, der Kreiszauberer. Die Karte ist jetzt nicht sonderlich stark oder so. Ich fand sie aber trotzdem erwähnenswert, weil die Karte die Fähigkeit hat. Wenn ein Pflanzen- oder Insektenmonster in einem beliebigen Friedhof liegt, könnt ihr die Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Die Karte, by the way, ist ein Wind-Tuner-Monster, also ein Empfänger. Ihr könnt die aber auch, wenn ihr eine Synchro-Beschwörung macht, als Nicht-Empfänger benutzen. Und das ist ziemlich gut. In welchen Decks das jetzt unglaublich gut ist, wir werden sehen. Wir kriegen natürlich auch noch das Trap-Tricks-Deck. Das sind ja Insekten und Pflanzen. Support dafür. Aber wir haben auch in dem Set hier Support für Insektenkarten drin. Und es gibt ja genug Pflanzen, weiß ich nicht, im Naturia-Deck-Thema oder andere Pflanzen-Archetypes, die vielleicht relevant sein könnten. Ist auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt, eine sehr interessante Karte. Die nächste Karte ist eine Fallenkarte, die ich persönlich besser finde, als viele das wahrscheinlich denken. Das ist einmal die Karte Brückenwaage. Und die Karte hat die ganz simple Fähigkeit. Falls dein Gegner zwei oder mehr Monster kontrolliert als du, dein Gegner muss Monster, die er kontrolliert, auf den Friedhof legen, sodass er nur ein Monster kontrolliert. Das bedeutet, euer Gegner hat zwei Monster mehr als ihr. Er muss so viele Monster weglegen, bis er nur noch eins hat. Das ist so ein kleines Evenly ohne diesen Handeffekt, aber es zwingt halt den Gegner, die Sachen wegzulegen. Das bedeutet, die werden nicht zerstört. Das ist ein Punkt, der ist ganz entscheidend für manche Effekte. Und ich persönlich finde aber das Artwork sau cute. Guckt euch das mal an. Das ist einfach, ich mag, wenn Konami solche Artworks macht. Ich glaube nicht, dass die Karte sonderlich gut ist oder so. Ich glaube nur, dass die irgendwo mal auftauchen kann, weil wie gesagt, Labyrinth spielt halt mit normalen Fallenkarten. Und wenn die Karten Fähigkeiten haben, Sachen vom Feld zu entfernen, können die Effekte triggern. Und das ist halt genau so ein Prime-Beispiel dafür, wie das funktioniert. Das ist leider eine Secret Rare. Ich glaube, keine der High-Value-Secret Rares. Wenn die aber Play sehen sollte, wird die wahrscheinlich trotzdem ein bisschen teurer sein. Nur kurz, Heads up für euch. Ist eine coole Karte. Die nächste Karte ist todeswitzig. Und das ist einmal die Karte Meerjungfrauen-Kostüm-Maßschneider.
Ich lese aber den Effekt vor und vielleicht kommt ihr selber darauf, warum ich die Karte witzig finde. Wähle eine Karte im Friedhof deines Gegners. Verbanne sie. Dann kannst du deiner Hand eine Karte mit demselben Namen wie jene verbannte Karte von deinem Deck hinzufügen. Du kannst nur einen davon pro Spielzug aktivieren. Warum ist das interessant? Ihr habt die Möglichkeit, mit dieser Karte jede Handtrap aus eurem Deck zu suchen, die der Gegner gegen euch gespielt hat. Das ist viel wert. Die Karte ist Mirror Match natürlich ziemlich cool, weil ihr einfach die Karten bekommt, die ihr braucht. Und die Karte kann halt jede Karte suchen. Die Karte ist unglaublich witzig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir diese Karte auf der YCS in Lyon relativ häufig sehen werden, weil wir viele Mirror Matches erwarten zwischen Tierlements. Und damit ein Pellerino zu adden oder halt ein Tielemans Monster oder ein Tielename oder eine Incient Fusion. Ja, weil diese Karte kann halt jede Karte banishen. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch, weiß nicht, Crossout, Dark Ruler, irgendwas anderes callen und könnt ihr eure Hand hinzufügen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr interessante und sehr spannende Karte, die wir wahrscheinlich irgendwann irgendwo sehen werden, wenn wir halt viele Karten haben, die im Format sehr ähnlich sind, wie jetzt Floodgates oder andere Karten, die dadurch halt suchbar werden. Ich finde das vom Designkonzept super spannend, weil es extrem davon abhängig ist, was der Gegner gemacht hat und wie breit gefächert das Format ist. Je breit gefächert das Format ist, desto schlechter wird diese Karte. Je näher das Format zusammenrückt, desto besser wird diese Karte. Finde ich sehr interessant. Die nächste Karte ist einmal Quardan, der Hellsichtige. Und auch da lesen wir ganz genau den Effekt durch. Wenn diese Karte als zur Marbeschwörung beschworen wird, du kannst eine permanente Fallenkarte von deiner Hand oder deinem Friedhof setzen. Das klingt erstmal nicht gut, kommen wir gleich drauf. Sie kann in diesem Spielzug aktiviert werden. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst diesen Effekt aktivieren. Bis zum Ende des nächsten Spielzuges können offene Fallen, die du kontrollierst, nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden. Zwei Sachen, warum die Karte interessant ist. Ihr könnt Floodgates direkt von der Hand auf das Feld setzen. Und ihr könnt die aktivieren. Und es gibt viele Floodgates, die dadurch Boardbrecher werden können. Rivalry, Gozen Match, There Can Be Only One. Das werden dadurch einfach Boardbrecher. Wenn ihr eine Karte im Friedhof habt, ist die Karte ein extrem gutes Recover-Play, weil ihr die Karte quasi setzen könnt und aktivieren könnt. Und wenn ihr auf den Friedhof geht, wie auch immer, ihr könnt die meinetwegen einfach weglinken und denken, scheiß, dann können die nicht zerstört werden bis zum Ende des nächsten Zuges. Das ist eine unglaublich gute Karte für Stun-Decks. Wie gut es sein wird, wir werden es sehen, aber ich glaube, das ist eine sehr spannende Karte für die meisten Decks. Haltet euer Auge auf, ich finde die Karte an sich ziemlich nützlich. Das gleiche gilt übrigens für die nächste Karte und das ist einmal die Fallenkarte Apophis, die Sumpfgottheit. Eine Fallenkarte mit einem interessanten Effekt. Ihr könnt die aktivieren, dann beschwört ihr die als Monster. Wichtig ist, diese Karte wird trotzdem als Fallenkarte behandelt. Das ist ganz wichtig für den Effekt, denn ihr könnt, wenn ihr die beschwört, so viele Monster vom Gegner den Effekt annullieren, wie viele permanente Fallenkarten ihr kontrolliert. Das wählt nicht als Ziel und das passiert bei Aktivierung dieser Fallenkarte. Der Nachteil ist natürlich, ihr könnt dann MSC draufschmeißen, dann geht der Effekt halt gar nicht durch, weil es halt eine permanente Karte ist und ihr verliert das Monster. Aber das ist eine sehr coole Karte. Ich mag das Design davon. Es ist natürlich sehr langsam, aber ihr kriegt ein Monster und ihr kriegt den Effekt auf Beschwörung. Und das ist einfach eine coole Karte vom Design her. Ist natürlich an Odin angelehnt, an diese Fallenmonster von damals. Ich glaube, im Anime konnte sie sogar sowas ähnliches. Ich habe keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Machen wir weiter mit dem Legacy Support. Für den Legacy Support werde ich jetzt nicht unbedingt rausknallen, was die Effekte können. Ich werde euch einmal ganz kurz ein paar Highlights zeigen und damit ihr wisst, welche Karten wirklich halt drin sind, die Support für Deckthemen sind, die ihr vielleicht spielt, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt. Wobei, wenn ihr Deck spielt, habt ihr wahrscheinlich schon davon gehört, weil dann wartet ihr auf die Karten. Wir kriegen nur ein bisschen. Der ist natürlich jetzt deutlich schlechter als davor, weil Tielemans nicht mehr so krass ist. Dann haben wir einmal das Tränenklage Kashtira Monster. Ich weiß auch nicht, warum Konami es gemacht hat, aber die Karte ist ziemlich gut. Lest ihr euch durch, könnt ihr jetzt quasi hier am Screen machen. Ist eine sehr gute Karte. Haben wir einmal Gishki Support. Gishki Sprite wurde extrem gehypt, jetzt ohne 11. Funktioniert zwar, aber es ist halt nicht ganz so gut. Trotzdem wirklich eine super Spielerei, mal mit damit rumzuspielen, wie cool das Deck halt sein kann. Dann bekommen wir Evil Eye Support, der wirklich nicht schlecht ist.
Der macht das Deck zwar nicht Meta oder so, aber er macht es spielbarer. Und das ist an sich auch schon mal viel wert, weil Evil Eye optisch ein sehr cooles Deck ist. Dann haben wir einmal Generator Support. Und diese Karte ist unglaublich gut. Also die ist wirklich für das Deck, die ist richtig gut. Also ihr könnt die quasi vom Friedhof zurückspecialen, wenn ihr das Deck discardet. Könnt ein Monster aus Feld zurückbeschwören. Die gibt dem Deck mal Möglichkeiten, in ihrer eigenen Runde zu spielen. Und das ist schon mal mehr, als die sonst getan haben. Und das ist schon mal viel wert. Also auf jeden Fall eine unglaublich gute Karte. Und das ist, glaube ich, eine Common. Genau, das ist eine Common aus dem Set. Also wenn ihr Generator spielen möchtet, das Deck kostet gar nichts. Das ist ein cooles Deck. Und die Karte ist wirklich gut. Dann bekommt Dogmatiker Support. Haben wir schon mal darüber gesprochen. Ritualmonster, was ziemlich gut ist. Dann bekommt Despia neuen Support. Und hier Rindbrumm. Passt auf diese Karte auf. Die ist unglaublich mächtig. Wie gesagt, wenn ihr wissen möchtet, was sie tut, lest euch hier durch. Gute Karte. Plunder bekommt auch neue Karte. Das neue Schiff hier. Ich weiß nicht genau, was es tut. Ich habe gehört, man spielt die ein bis zwei Mal im Deck. Also wird die irgendwie ja gut sein. Dann bekommt Spriggans ein neues Monster. Und das ist echt gut. Also das ist wirklich, wirklich gut. Ihr könnt das aufranken auf jedes Spriggan-XC-Monster. Das muss ich by the way sagen. Das Spriggans-XC, das Rang 4er, ist generisch. Und die Karte hier kann Therion-Karten suchen. Einfach mal im Hinterkopf behalten, weil das könnte eine Sache sein, die könnte super relevant werden. Und die hat 2800 ATK. Ist keine schlechte Karte. Tribal Gate bekommt auch Support in Form von einem Link 5 Monster. Allerdings ist das nicht gut. Ihr müsst dafür, bevor ihr beschwören könnt, 3 Tribal Gate Spell Traps im Friedhof haben, bevor ihr beschwören könnt. Und das werdet ihr nicht haben. Und Labyrinth bekommt ihr auch Support. Nicht nur die Fallkarte, so ein bisschen was mehr. Und dadurch wird es halt ein solides Deck. Ob das jetzt wirklich halt ein Meta-Container wird, schwer zu sagen, aber es wird dadurch echt gut. Es gibt natürlich auch einen neuen Archetype in dem Set und das ist einmal Goldstolz. Goldrush heißt im Englischen, das macht auch mehr Sinn, weil es ein bisschen um diese Gotcha-Games geht. Was das Deckthema tut, weiß das Deck glaube ich selber nicht. Es spielt ein bisschen damit, wenn ihr weniger Lebenspunkte habt, könnt ihr die ganzen Monster spezial beschwören. Die können, wenn ihr weniger Lebenspunkte habt, ein paar Karten vom Gegner zerstören. Ist ein Synchro-Archetype, der sehr cool aussieht. Wie gut die sind, wird sich zeigen. Ich glaube, dass das ein feines Deck ist, aber jetzt nichts, was jetzt im Meta 4 reißen wird. Und dann kommen wir jetzt zu den Karten, die Kashtira besser machen, also die Meta-Changer. Das sind 4 Karten, die alle 4 ziemlich gut sind. Wir haben einmal Kashtira Rysard. Die Karte, banish euch ein Kashtira-Monster, wird zu Level 7. Das ist alles, was ihr wollt. Ihr habt die Möglichkeit, halt die gewünschten Karten wieder zurück zu adden mit der Perma-Spell und die Karte wird dann Level 7-Monster. Das ist eine gute Karte. Die kann noch ein bisschen mehr, aber das ist pauschal erstmal das, was sie tut und das macht sie richtig gut. Rysard klingt ein bisschen unfair und ist ja auch. Die Karte hat die Fähigkeit, sich auf ein Monster-XC zu beschwören. Wenn du in dieser Runde einen Kashtira-Effekt erfolgreich aktiviert hast. Und das möchte ich immer ganz kurz mitgeben. Wenn euer Gegner einen Kashtira-Effekt aktiviert, die Karte ist an sich ein bisschen unfair. Einmal pro Spielzug könnt ihr die Karte XC beschwören, wenn ihr in diesem Spielzug erfolgreich den Effekt von Kashtira Shangri-Ira, ein toller Name, aktiviert habt. Ich möchte dazu einmal ganz kurz was erwähnen. Erfolgreich aktivieren, das haben wir so, ich glaube, selten gehört. Deswegen möchte ich es einmal ganz kurz definieren für euch. Monster, die Effekte aktivieren und die Aktivierung nicht annulliert werden, gelten als erfolgreich aktiviert. Das bedeutet, wenn Shangri-Ira den Effekt aktiviert und ihr aktiviert Impermanence oder Ash Blossom zum Beispiel, dann ist der Effekt trotzdem erfolgreich aktiviert worden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und dann könnt ihr das Ding oben drauf klatschen. Und das Ding ist ein Makrokosmos für alle Karten. Das heißt, alle Karten, die auf Friedhof gehen würden, werden gebanished, was ziemlich gut ist. Und die kann was banishen und die kann gebanishte Karten wieder das Material an sich anheften. Heißt, ihr könntet auch in Kashtira Desire spielen, weil die spezifiziert nicht, was für eine Karte. Heißt, ihr könnt jede Karte,
die noch bändigbar ist, wieder als Material anheften. Dann haben wir einmal Kashtira Theosis. Diese Zauberkarte beschwört ein Kashtira-Monster aus dem Deck, wenn ihr ein anderes Monster von euch targetet mit einem anderen Attribut. Mehr müsst ihr diese Karte nicht wissen. Die hat ein paar Stipulationen, das ist auch okay. Das sollen die auch haben, aber das ist eine sehr gute Karte für das Deckthema. Und dann haben wir noch einmal Unterdrückter Planet Wraith of. Oder Wraith of? Keine Ahnung. Die Karte sucht auf Aktivierung ein Kashtira-Monster. Danke Konami dafür. Darauf habe ich auf jeden Fall gewartet und habe mir auch nichts anderes versprochen. Und wenn Shangri-Ira aktiviert wird, können wir eine Karte auf dem Feld zerstören. Ist also wie Pelle Rhino, nur für Kashtira. Und fairerweise nicht ganz so gut. Aber eine unglaublich gute Karte. Und eine Secret Rare, das heißt, die wird auf jeden Fall auch teuer. Das war's schon mit Photon Hypernova. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Like dafür das Video, damit ihr in Zukunft mehr solcher Videos zu neuen Sets seht. Denn ich werde die wahrscheinlich so aufbauen, wenn euch das gefällt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und rein. Ciao, Leute.